In ein paar Stunden kommen die TV-Leute mit ihren Tokyota-Gästen. Lehrling Igawa ist für das kulinarische Highlight des Abends zuständig. Basti, ein japanisch-portugiesischer Nudelauflauf. Als erstes muss Igawa den Nudelteig machen. Das Wichtigste ist, dass der Teig gut formbar ist. Denn Basti-Nudeln sind ein Kunstwerk, an dem selbst geübte Köche verzweifeln können. Das Kamelienöl aus Goto soll die Arbeit erleichtern. In den ersten Monaten war ich sehr aufgeregt. Ich dachte nicht, dass ich den Basti-Auflauf hinbekomme. Aber wenn ich mir klar mache, wie viel Vertrauen mein Chef mir schenkt, spornt mich das an. Managerin Yukiko Nakamura und ihre Mitarbeiterinnen bereiten den Partyraum vor. Die Idee, dass die Gäste an einem runden Tisch speisen, haben buddhistische Mönche aus China mitgebracht. Wenn alle aus der gleichen Schüssel essen, dann teilen sie. Die Gäste sitzen im Kreis. Das hilft, die Unterschiede in Rang und Status vergessen zu lassen. In so einer Situation empfinden die Gäste ein Miteinander. Deshalb werden am Ende einer Shippoku-Feier alle unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status das Gleiche empfinden. Das ist die Magie einer Shippoku-Party. In der Küche arbeitet Lehrling Igawa an der Füllung seines Auflaufs. Haifischflossen und Schildkrötenfleisch. Ein chinesisch-japanischer Mix. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ein Deckel aus selbstgemachten Nudeln. Das Flechten erfordert höchste Konzentration. Igawa muss schnell sein. Lässt er sich zu viel Zeit, weichen die Nudeln auf und sein Kunstwerk versinkt in Schildkrötensuppe. Die Gäste sind da. Herzlich willkommen. Dass die Gäste auf Knien empfangen werden, ist das ultimative Zeichen japanischer Gastfreundschaft. Noch ist die Stimmung angespannt. Die Teilnehmer kennen sich kaum. Private Gespräche werden sie heute zum ersten Mal führen. Lehrling Igawa ist fast fertig mit seinem Nudelgeflecht für den Basti-Auflauf. Nun darf nichts mehr schiefgehen. Zufrieden bin ich nicht. Ich muss noch viel lernen. In der Mitte sackt das Geflecht ein. Die Löcher sind so unregelmäßig. Die Feier steuert auf den Höhepunkt zu. Zeit für Lehrling Igawas Basti-Auflauf. Lecker. Das ist mein erstes Shippoku-Essen. Es ist eine einzigartige Mischung aus urjapanischer und ausländischer Kultur. Toll.